Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzer Map in der Holzer Challenge zusammen mit dem Boxe. Ja, Mike, grüß Gott. Grüß Gott. Wie? Lass tauschen. Lutherisch hab ich mir so überlegt. Ach so, ja, ich dachte, ich stell dir nur den LKW hier hin, aber ist okay. Ach so, ja. Nee, ja, hör mal, nee. Alles gut, Boxe. Ich bin hier für alles zu haben. Ich mach einfach mal den Drescher hier. Paul ist schon fertig, das ist ja vorne. Ja, 35 ist ja nicht groß, aber dann müssten wir den Dings, glaube ich, nochmal leer machen gleich, damit er das Ackergras reinschmeißen kann. Boxe, ich habe... Wie bitte? So. Was soll ich denn sehen? Lass mal ganz kurz talken. Dann will ich auf 35 doch direkt mal anfangen. Ja, warte, lass direkt mal talken, ist schon schlecht. Warte mal, die kriegen noch 40.000 Liter, wir haben jetzt 130. Warte, ich habe meine Datei auch noch nicht auf, verdammt. Uwe, du bist unvorbereitet, so geht das nicht. Aber echt, warte, ich fahre noch mal hier schnell auf die Gerade, dann bleibe ich nicht stehen, dann sehen die Leute wenigstens, dass ich mich bewege. Und ich die ganze Zeit auf unser Silo gucke. Ich glaube, ich hätte jetzt noch Raps gesehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch einmal Hafer machen. Warte aber mal. Auf Feld 35? Ja, Sekunde, sag ich dir gleich. Ah, komm. Nee. So, ich hoffe, es funktioniert bis nach hinten. So, wir haben 128.000. Wir haben an Werner 30.000 Liter Hafer geliefert. Okay, das wusste ich gerade nämlich nicht genau. Das heißt, wir haben 158. Wir brauchen auf jeden Fall noch einmal Hafer. Auf der 7 brauchen wir noch einmal Hafer. Sagen wir mal lieber die 35. Ja, warte. Das muss ich ja gerade schnell ausrechnen. Raps bekommen wir das und das. Ja, brauchen wir noch einmal auf jeden Fall. Mach da drauf. Raps haben wir schon gesehen, ne? Auf der 8. Ja, mach auf die 35 gerne den Raps drauf. Das Problem ist, das ist ja auch gefühlt das Letzte, was uns wirklich fehlt, ne? Also nicht uns fehlt, das klingt jetzt falsch, liebe Leute, sondern wir brauchen ansonsten natürlich noch den Mais. Da haben wir keine Sämaschine für. Sonnenblumen haben wir keine Sämaschine für. Ja, mach das. Mach den Raps. Oh. Das ist erstmal mit dem Unimog. Wenn ich dann hochfahre, nehme ich den LKW. Ja. So. Wollen wir mal... Hallo, warum hast du... Liebes Schneidwerk, warum nimmst du das jetzt hier nicht mit? Halt! Ich habe ein bisschen Ernte kaputt gefahren. Schlimm. Ja. Ich hoffe, die paar Liter werden uns jetzt nicht das Genick brechen. Aber dann können wir doch eigentlich Gras aus dem Silo nehmen, schmeißen es dann in den Fermenter und bringen es dann in eine BGR, richtig? Korrekt. Wir haben das Thema kurz noch zu Ende erörtert nach der Folge. Kurz mal, wieso wird das gemacht? Weil es mit dem Drescher nicht funktioniert hat oder was? Nee, wir haben Mais Plus drauf und irgendwie geht's da nicht. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, warum es nicht funktioniert. Ich bin jetzt kein Mais Plus Enthusiast oder wie man es nennen möchte. Irgendwas geht nicht, deswegen haben sie tatsächlich den Häcksler anscheinend wieder verkauft. Kann man so machen, ist erlaubt. Ich habe auch tatsächlich unseren Ladewagen, das, was ich ins Lager geschmissen hatte, auch schon wieder rausgeholt. Ach so. Der Ladewagen ist wieder mit 42.000 Litern leer. Also einfach großflächig verteilen, damit du es mit dem Ladewagen wieder aufsammeln kannst danach. Gib ihm. Ja, Frage, wieso haben wir eigentlich... Mais Plus haben wir drauf, damit man auch Zwiebeln und sowas machen kann, ne? Genau. Das ist das ganze Zeug da hinten. Weißt du was, ich finde es schon ein bisschen schade, dass es irgendwie bald vorbei ist, weil ich habe so immer das Gefühl, so diese Woche steht der Sieger fest, so. Also irgendwann muss es doch jetzt kommen, also so gehe ich in der Folge schon rein, das finde ich so schade, aber bei Vera wurde schon irgendwie fleißig in den Kommentaren geschrieben, was ein Nachfolger sein könnte. Oh, echt? Ich hab sie nicht gelesen. Gibt's Map-Vorschläge? Ja, ich finde ja auch eine richtig schöne große Karte ganz gut. Also ich habe jetzt gesehen, eine 16-fach Karte.
Ja, der Nachfolger der Wild Wild West habe ich irgendwann neulich gesehen, ne? Mit so einem riesengroßen Feld. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden Hektar. Aber ich glaube, da ist das Problem, dass man sich halt gar nicht sieht. Und das ist ja auch so cool hier, dass man sich ab und zu mal sieht, ne? Ja, vor allen Dingen, dass das Thema ist, wenn du auf so einer großen Karte anfängst. Ich glaube, das ist schwierig. Du brauchst halt direkt auf jeden Fall medium-size Equipment, so, ne? Und wenn wir überlegen, mit was wir hier angefangen haben, und uns das alles erarbeiten mussten, ist, da hat das auch schon wieder seinen Charme irgendwie. Mal sehen, wann es soweit ist. Ich glaube noch nicht, dass es so schnell ist. Nicht bevor wir nicht geliefert haben, hast du doch gehört. Ha. Oh, das kriegen wir irgendwann wieder aufs Brot geschmiert. Aber was bin ich? Ach nee, jetzt habe ich die nicht angemacht. Nee. Hallo! Hallo! Oh, hör mal, was, Marc, grüße! Hallo Uwe, grüß dich! Hallo! Alles wieder gut bei dir? Ja, ich habe in der Montagsfolge kurz erzählt, dass wir sind auf dem Weg der Besserung. Sagen wir es einfach so, ne? Meiner Frau geht's besser und alles wird gut. Ja, das freut mich doch zu hören, mein Lieber. Dankeschön. Ach nee, meine Frau hat sich gerade erübrigt, weil ich einen Anhänger gefunden. Ja, aber ich hätte tatsächlich eine Frage. Ihr habt ja auch Erdfrüchte gemacht. Habt ihr eure... Einzelkornmaschine. Also habt ihr eine oder hattet ihr euch die geliehen? Das ist die. Wir hatten eine. Ja. Bist du gerade vom Mikrofon weggegangen? Ja, bin ich. Entschuldigung, ich musste gerade lauter reden. Moment. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben noch eine. Aber ich kann mal Paul fragen, dann kann ich dir ja nochmal Bescheid sagen. Ja, Frage wäre, ob wir uns die leihen dürften. Ja, dagegen spricht nichts. Wir sind fertig mit dem Ansehen und alles. Ja, wir wollen uns die am besten nur leihen und nicht direkt käuflich erwärmen, wenn ich das so dreist sagen darf. Das ist mir auch schon klar. Ja, ich wollte sie jetzt auch nicht verkaufen. Nein, ich wollte es ja nur gesagt haben. Also außer die hat natürlich einen super coolen Preis oder sowas, aber ich weiß ja nicht, was ihr habt. Wir haben jetzt nicht das große Kapital, um jetzt hier noch uns eine Seemaschine zu kaufen, wollte ich damit nur gesagt haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, wie gesagt, also müsste eigentlich am Hof stehen oder an unserem Außenlager, musst du mal gucken. Ihr habt ein Außenlager? Jetzt ihr auch? Wo ist denn euer Außenlager? Wir hatten schon immer ein Außenlager. Ach so, die Wiese, die euch nicht gehört? Genau, diese Wiese. Okay, ich verstehe, ja. Ja, genau. Wie gesagt, wenn, müsste da stehen, ansonsten irgendwo in der Halle. Musst du mal gucken. Ja, frag einfach Paul, ich komme irgendwie die Woche nochmal vorbei und dann... Kannst du vielleicht uns schon mal ankündigen? Ja, ist in Ordnung, alles klar, Marie. Super, ich danke dir, bis dahin, tschüss. So, perfekt, weil dann könnten wir überlegen... Kannst du mal ganz kurz, muss ich mal ganz kurz fragen. Also, ja. Uns fehlt jetzt noch Körnermais, ne? Jo, den kriegen wir noch geliefert. Ja, dann fehlt Sonnenblumen. Sonnenblumen, jawohl. So, dann Raps machen wir gerade noch. Ja. Hafer. Hafer brauchen wir insgesamt 170.000 Liter im Lager, damit wir auch unseren Deal einhalten können. Wir haben ja jetzt, warte, ich muss nach links gehen, 128, das heißt mit Feld 7 kriegen wir ungefähr 50.000 Liter da noch drauf. Das heißt, wir hätten das Ziel geschafft. Okay, so und dann noch Hexegut, ne? Ja, Hexegut ist ja das nur... Das heißt nur noch diese Sachen? Ja, und natürlich die Teile, die wir ja noch quasi bekommen, ne? Aber ja, ansonsten sind wir... Ja, stimmt, aber die haben das schon, die haben das im Lager, glaube ich. Ja, schon, die ne? geben es uns aber nicht, bevor wir es nicht haben. Und da die es vor uns dann haben, haben sie gewonnen. Aber nee, wir sind wirklich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, muss ich gestehen, wenn wir jetzt nichts vergessen haben. Ja. Aber Körnermais, glaube ich, haben die auch noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Doch. Körnermais müssten die haben, weil wir haben es doch versprochen bekommen und dann wurde es erst Werner geliefert, weil die den Deal hatten. Aber das, Sonnenblumen haben die noch nicht, oder? Das Sonnenblumen kriegen die von Ron und Simon und da die ja irgendwann schon mal 2 Wochen auf dem Feld standen, wurde ja in der Folge gesagt, sie haben sich ja vorgedrückt, bla 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 bla, müssten sie die auch haben.
bin mir nicht sicher, aber es ist, ich sag einfach mal, es ist eng. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei Ron und Simon aussieht, weil ja, die müssten eigentlich auch super weit vorne mit sein, weil die ja ziemlich viel von Paul und Mark bekommen haben. Aber vielleicht haben die auch alle nur das Gleiche gemacht und dann sind sie da nicht, ich sag jetzt blöd, weitergekommen, sondern haben einfach nur Teilbestände komplettiert. Das kann ich dir echt überhaupt nicht sagen. Das habe ich nicht verfolgt. Opa, da. 31 muss noch gesät werden, ne? Muss noch beerdigt halt, werden. Mähdrescher! Ja, da müssen wir, würde ich Mais drauf machen. Deswegen habe ich gefragt nach der Sämaschine. Da muss erstmal geerntet werden. Ja, aber das Feld, also für die nächste Planung, was ist denn da aktuell drauf? Ach, auch Raps, okay, kacke. Vielleicht machen wir da auch noch eine pure Hafer drauf, als Sicherheit. Was ist denn da aktuell drauf? Raps, ne? Ja, da ist Raps drauf. Ich glaube, da machen wir noch einmal Dings drauf. Einmal Hafer als Sicherheit, damit wir es auf jeden Fall haben. Sojabohnen sind wir komplett durch? Sojabohnen sind wir komplett durch. Da haben wir sogar 10.000 über. Wie gesagt, bei Weizen, Gerste sind wir durch. Bei Raps kriegen wir gerade ordentlich was zusammen. Von der 10 müssten wir bei Raps ungefähr 23 runterbekommen. Auf der 8 ist es auch. Das heißt, auf der 8 sogar 39. Das heißt, wir sind knapp über 50. Wir haben 75. Ja, sieht nicht schlecht aus. Also wir müssen noch eine Runde Raps auf jeden Fall machen. Aber dann haben wir das Ziel auch überfüllt, auf jeden Fall. Achso. Guck mal, er entlädt und ich habe gerade keine Dings bekommen jetzt. Ich überlege gerade, wie wir's machen. Ach, guck mal, da unten ist auch noch Raps drauf. Der ist auch noch im Wachstum, okay. Bist du da auch schon fertig jetzt auf das? Nee, auf der 10 bin ich, naja, quasi auf der End, auf der Zielgeraden, mehr oder minder. Ach, den krieg ich ja gar nicht transportiert dann, oder du? Ja, dann ist dem so, alles gut. Aber die Zeit, die rennt heftig. Ja, die Zeit rennt echt gut. Also da sehe ich jetzt... Auf welchem? Auf der 7? Ja. Hafer. Hafer nochmal? Ja, wir brauchen noch einmal Hafer. Guck mal, wir haben Hafer, haben wir 128.000 Liter im Lager. 30 haben wir erst weggegeben, das heißt, ich runde jetzt einfach mal kurz ab, die 8.000 Liter, scheiß drauf. Wir haben 150.000, das heißt, wir brauchen noch mehr oder minder 50.000 Liter, die uns fehlen. Deswegen würde ich auf die 7 nochmal Hafer machen, da kriegen wir ungefähr 50.000 runter. Und dann haben wir das safe. Dann sieht das erstmal gut aus. Ich sag dir eins, leg dich hier nicht mit den Zäunen an. Sowas von gefährlich, diese Dinger. Die sind auch überhaupt sehr, sehr, sehr unnachgiebig, hab ich festgestellt. So, jetzt Hafer. So, warte mal. Auf der 10 hatten wir jetzt Raps, ne? Einfach mal den Unimog wegschieben, wenn er im Weg steht, ne? Na? Sag mal, hast du den laufen lassen? Weiß ich auch nicht. Der ist ein bisschen weit gerollt. Das ist Gott sei Dank der Unimog, der noch Sprit drin hat. Ich weiß gar nicht, den anderen müssen wir mal tanken. Lukas hat, glaube ich, getankt. Ah, okay. Rückwärtsgang. Ich würde gerne rückwärts fahren. Ach, komm schon.
Jetzt. Das ist sehr gut. Ich überlege ja immer noch, ob man sich vielleicht... Aber das... Nee, ich glaube, dann drehst du durch mit einer größeren Seemaschine, ne? Eine noch größere Seemaschine? Hm. Ich glaube, die Diskussion hatten Werner und Maschera auch. Was heißt Diskussion? Aber die haben auch drüber gesprochen. Oder in den Kommentaren scheint, kauft euch keine Amazon Condor, weil die zu groß sind. Weil die zu groß ist und... Ja. Schwierig, also, weiß ich auch nicht. Das sind halt 3 Meter mehr, ne? Das ist jetzt nicht zu verachten, aber ich glaube momentan nicht. Dann lieber irgendwie doch Richtung Spritze. Aber wir fragen einfach mal pünktlich zum Ende die Zuschauer, was sie sagen. Sollen wir diesen Schritt Spritze wagen oder vielleicht doch eine größere Seemaschine? Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.